Hallo und herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir ja mal wieder in der Urban Five Galerie zu Gast, weil ein ganz besonderer Künstler eine Ausstellung hier aktuell noch hat. Heute ist zwar der letzte Tag, aber wir freuen uns unglaublich, dass wir jetzt nochmal die Gelegenheit haben, ihn interviewen zu können. Und zwar ist das der Stefan Steltner. Hallo Stefan. Hallo Jasmin. Ja, das freut uns natürlich sehr. Du bist nämlich gar nicht aus Kassel. Du kommst aus Hannover, hast da auch sehr viel für die Kunst und mit der Kunst getan und hast jetzt hier zu Documenta eine Ausstellung gemacht. Wie kam es zu der Kooperation mit Urban? Das war eine ganz lustige Geschichte. Eine meiner früheren Studentinnen hat hier ausgestellt. Und dann komme ich hier herein und dann kommt die Anna Denger, das ist die Galeristin, und sagt, oh, der Stefan Steltner. Und ich dachte, wir kennen uns doch gar nicht. Und dann sagt sie, doch, ich folge dir auf Facebook und auf Instagram und hat mich eingeladen, hier auszustellen. Und als besonderes, wie soll ich sagen, als besonderen Anreiz sagt die, während der Documenta 15. Und das fand ich ganz toll. Hier sind wir. Genau. Es ist bunt, es ist 70er Jahre, es ist lebendig. Wie würdest du deine Kunst selber beschreiben? Ich glaube, ähnlich wie ich es auf dem Poster gemacht habe, Pop Art 2.0. Es stammt wirklich aus den 70ern, also ansatzweise, aber es hat sich natürlich, wenn man es genau anschaut, ziemlich deutlich weiterentwickelt. Und was ich so gerne mache, ist in Serien arbeiten. Also was jetzt hier hinter uns ist, das ist eine Serie von Porträts. Was wir hier haben, ist eine Serie mit Bildern, das ist eigentlich sehr persönlich, habe ich ein Coaching gemacht und dieser fantastische Coach, der hat mich auf Reisen geschickt, um mich mit meinen dunklen Seiten, mit meinen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Was war das für ein Coach? Das ist ein junger Coach aus Hamburg, der heißt Yannick Königke. Das ist ein ganz junger Bursche und der weiß Dinge einfach. Ich weiß nicht, der muss wiedergeboren sein. Er hat ein altes Wissen. Also der steckt viele von den Therapeuten, mit denen ich schon zu tun hatte, in die Tasche. Und das war fantastisch. Und da sind diese Bilder entstanden. Das heißt, du hast viel Persönliches auch in deine Kunstwerke mit reingebracht. Es ist, bei mir ist es eigentlich immer sehr persönlich. Wir haben da hinten an der Bar, ich hatte vor 2 Jahren eine sehr erfolgreiche Ausstellung in Dänemark. Und da sind wir immer nachmittags in ein Café gegangen. Und da saß eine Dame, die hatte so eine eigenartige Frisur. Und sie hatte eine schwarz-weiß gemusterte Bluse, eine weiß-schwarz gemusterte Jacke und eine schwarz-weiß gemusterte Hose. Und ich sag, die mal ich. Und die hängt da drin mit ihrer eigenartigen Frisur und schwarz-weißer Bluse und weiß-schwarzem Ding. Es ist immer irgendwie persönlich ein Eindruck oder ein Erlebnis oder ja. Ja, das angesprochene Kunstwerk werden wir natürlich für unsere Zuschauer nachher nochmal einblenden, dass sie auch in den Genuss kommen. Ja, schöne Idee. Ja, Stefan, erzähl mal, jetzt haben wir schon ziemlich viel erfahren, aber wie bist du eigentlich zu der Kunst gekommen? Oder wie ist die Kunst zu dir gekommen? Also, es war in den 70er Jahren, ich habe an der Kunstakademie Stuttgart studiert. Eigentlich komme ich aus der Architektur, aber ich habe immer in die Kunstklassen reingeschaut und das hat mich schon als Student fasziniert. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Ich bin dann viele Jahre, ich habe die Kunst nie aus den Augen verloren, aber habe eigentlich erstmal ein bisschen Karriere gemacht. Ich habe dann nach meinem Studium ein paar Jahre in Portugal gelebt. Was hast du studiert? Architektur und Innenarchitektur. Und dann bin ich nach Südamerika gegangen und habe lange in Brasilien gelebt. Und auch da habe ich dann weitergemalt und auch ein paar Ausstellungen gemacht, wenige, aber immerhin. Und habe sogar mal eine Goldmedaille gewonnen in der Gruppenausstellung, in der großen. Habe aber eigentlich meine Karriere verfolgt, aber die Kunst hat mich nie losgelassen. Und dann hast du dann beschlossen, die Kunst zu deinem Hauptberuf zu machen? Das kann ich ganz genau sagen.
Als ich dann im Anfang der 2000er Jahre bin ich, längere Geschichte, in Hannover gelandet. Wir haben Zeit. Wir haben, bitteschön. Und 2004, und es steht auch über, habe ich beschlossen, ich bin Maler und ich liebe meine Bilder. Und seit 2004 bin ich Maler. Ausschließlich. Und ich glaube, du hast ja auch in Hannover etwas Größeres geschaffen. Das heißt, du arbeitest da halt auch viel mit Studenten. Ach so, Wissen ja, ja. Also das Wichtigste, was ich in Hannover machen darf, sage ich mal so, es gibt in Hannover eine Institution, das heißt Workshop Hannover e.V. Das ist eine soziokulturelle Einrichtung, wo Künstler in Selbstverwaltung, Idee, die 71 in Hannover angekommen ist, aus Holland, wo wir im weiteren Sinne Kunst vermitteln. Und da sitze ich im Beirat einerseits, aber mache immer ganz ordentlich Projekte, was ich mit großer Freude tue, jetzt gerade im Augenblick in Hannover, darum ist meine Zeit gerade ein bisschen knapp, läuft ein Projekt und ja, und da engagiere ich mich gerne und mit Herzblut, so gut ich kann. Ist das auch für den eigenen Schaffensprozess wichtig, sich mit jungen Künstlern auszutauschen, mit denen zu arbeiten? Gute Frage, liebe Jasmin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur für den Schaffensprozess, sondern für das Menschsein sehr wichtig ist. Einmal ist es toll, wenn die jüngeren Leute Kontakt zu Erfahreneren haben. Die genauen Altersangaben überspringen wir, meine Damen und Herren. Und andererseits ist es für uns total wichtig, weil wir bleiben am Ball, am Zug der Zeit. Wir wissen, was abgeht, was die Jungen tun. Und ich finde, es ist ein wunderbarer Austausch. Und ich fühle mich sehr geehrt, weil ich einige Studenten habe, die von sich aus den Kontakt zu mir halten oder pflegen oder sogar manchmal intensivieren. Einer der Gründe, dass ich heute hier bin, wie ich vorher erzählt habe. Ich glaube, dass es ganz viel ausmacht. Und sonst, wie viele Maler, man schöpft in dem, was innen drin ist. Ich denke, Malen ist so ein bisschen was wie Hosen runterlassen. Man zeigt sich. Das Glück, das wir Maler haben, ist, dass kaum jemand diese Sprache spricht, sodass man unbefangen malen kann, was man will. Die Leute gucken, ah, oh, schönes Bild oder nicht so schön, aber was wirklich dahinter steckt, das weiß eigentlich nur der Künstler. Ja, und du hast ja jetzt auch noch einen Gast mitgebracht, eine jahrzehntelange enge Freundin, die Josephine. Meine Muse Josephine, wir ziehen seit mehr als 30 Jahren gemeinsam durch die Welt. Sind wir schon ganz gespannt, Sie mal kennenzulernen und werden jetzt daher den Raum wechseln. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und hier ist unser ganz besonderer Gast, die Josephine. Hallo, Josie. Ja. Ist sie nicht so gesprächig? Okay, Stefan, dann komme ich mal zu dir. Gute Idee, ich spreche dann für Sie. Alles klar. Ja, erzähl doch mal was zu ihr. Also sie hat ja schon wirklich einen großen Stellenwert für dich. Und wie ist sie in dein Leben getreten? Naja, ich habe ein halbes Leben in Südamerika verbracht und habe eine Zeit lang mit meiner Ex-Frau, wir haben eine Konfektion gegründet und dann eine kleine Fabrik. Und dann haben wir Nähmaschinen und sowas aufgekauft. Und da sehe ich dann so ein Händchen und habe dran gezogen und da kam Josephine raus. Und mittlerweile ziehen wir seit über 30 Jahren gemeinsam durch die Welt. Und sie ist bei allen Ausstellungen mit dabei. Auch wenn sie wenig redet. Und du hast es im Vorgespräch schon erzählt, sie ist ja so aus den 60er, 70er Jahren und an Twiggy angelehnt. Genau, das ist dieses Twiggy-Ideal von damals, ganz schlank, kleiner Busen, kleiner Po, einfach ja, aber ich finde, wir passen gut, beide lang und dünn und schwarz. Ihr seid ein wahres Dreamteam. Yes. Ja, und wie reagieren die Leute, wenn du ihnen Josephine vorstellst? Das ist total lustig, weil ich immer von Josephine, von meiner Muse spreche und dann erwarten die Leute eine Muse, eine Frau, einen Menschen und dann steht die Puppe da
Und dann mache ich immer Folgendes, dass ich sage, darf ich euch bekannt machen? Das ist Frau sowieso, das ist Josephine, das ist Josephine, Herr sowieso. Und manche Leute sind dann total pikiert und andere finden es total cool und springen sofort drauf an und spielen mit. Und sagen, hi Josephine, nö, nö, nö. Es ist ganz witzig. Ja, ist schon auch spielerisch und macht auch Spaß. Und ich sag mal, ja. Josephine kann halt auch nicht alles haben. Nein, Josephine ist einmalig. Oder wir zwei sind einmalig. Ja, und sag mal, Stefan, unsere Zuschauer haben jetzt wirklich sehr viele schöne Kunstwerke von dir gesehen. Wenn jetzt der ein oder andere eins kaufen möchte, mit dir in Kontakt treten möchte, wie funktioniert das? Das ist eigentlich ganz einfach über meine Webseite, die im Augenblick nicht sehr aktuell ist, aber in der Mache, in den nächsten Wochen wird die neue fertig, aber die Webadresse ist dieselbe. Genau. Magst du die mal verraten? Aber gerne, das ist www.stefan-stettner.de. Ja, cool. Da finde ich dann alle. Ich glaube, die Telefonnummer ist auch auf der Seite. Anrufen jederzeit. Ja, ja, ja. Und die neuen, die, also in der alten Seite, das sind die noch gar nicht drin, aber in der neuen sind die schon. Das ist übrigens meine neueste Serie, die heißt Almost Kissing. Und wenn man genau hinschaut, die küssen sich alle nur fast. Guck mal, immer nur fast. Ja, auf jedem Bild, vielleicht kann man das nachher noch ein bisschen zeigen. Genau, das blenden wir nachher noch ein. Und da gibt's noch, wird noch einige Bilder mehr geben. Zwei sind schon fertig und zwei andere Ideen als Skizze. Und der Rest ist noch im Kopf. Es wird aber. Was hat dich dazu inspiriert, dieses beinahe Küssen, diese Nähe und doch Distanz? Ich glaube, es hat ein bisschen was mit den vergangenen 2-3 Jahren zu tun, mit dem Corona, wo sich Leute nicht näher kommen durften. Und ich glaube, für die Jüngeren unter uns war das halt ziemlich schwierig. Die konnten auf einmal nicht mehr miteinander flirten oder sich näher kommen. Und ich glaube, da ist es entstanden. Und das erste Bild war das da drüben. Das ist sozusagen Almost Kissing in den 1930s. Da gab es noch kein Problem, aber die moralischen Vorstellungen waren andere. Also da hat man sich auch nicht einfach so, wobei die schmachten sich schon ganz schön an. Das stimmt. Vielleicht mag die Kamera das dann später zeigen. Und dann wurde es ein Selbstläufer. Dann kamen mir so Ideen wie das mit dem Frosch, der statt der mit dem Krönchen, der hat den Hut vom verrückten Hutmacher aus der Tim Burton-Verfilmung Alice im Wunderland oder hier. Nun ja, muss man einfach dann anschauen. Aber ich glaube, so ist es entstanden. Das heißt, du bist bestimmt auch offen, wenn der ein oder andere auch diese Entstehungsgeschichte deiner Bilder kennenlernen, wissen möchte. Können die sich auch einfach, wenn sie jetzt noch nicht direkt kaufen möchten, einfach an dich wenden, auch mal um mit oder über deine Kunst zu reden, zu diskutieren? Also mit zu den Dingen, die ich am liebsten im Leben tue, ist über meine Bilder zu sprechen. Ich erzähle es sehr, sehr gerne. Und ich finde, das Schönste, was einem Bild passieren kann, ist, wenn es raus in die Welt darf und seine Geschichte erzählen. Und da gehe ich gerne in Vorleistung und erzähle erstmal die Geschichte des Bildes, bis es dann folgt und seine Geschichte selber weiter erzählen kann. Das mache ich sehr gerne. Ja, schön, da freuen sich sicher einige drüber. Und deine nächste Ausstellung, wo geht da die Reise hin? Das steht noch ein bisschen in den Sternen angedacht, das eine wieder in Dänemark und eine in Hannover. Aber mal gucken, wir wissen auch noch nicht genau, wie jetzt der nächste Herbst wird. Und also das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Das richtet sich jetzt natürlich auch ein bisschen nach den Corona-Zahlen, wie der Verlauf. Was einen Maler nicht davon abhält, zu malen. Genau. Ist einfach was, was man tun muss als Maler. Und ich finde, ich bin so, ich bin da immer sehr dankbar. Als ich Student war, da kam mal meine Frau Professor und hat mir ein außergewöhnliches Farbempfinden attestiert. Und da dachte ich damals, ich bin der Größte. Und es hat ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich verstanden habe, das ist ein Geschenk, das ich mitgekriegt habe. Und da gibt es keinen Grund darauf, jetzt stolz zu sein oder auf den Tisch zu hauen, sondern einfach nur Danke zu sagen.
sich zu bedanken beim Leben und es zu nutzen und weiterzugeben. Was ich dann auch mit vielen Schülern und Studenten getan habe und weiterhin tue. Also das muss man auch sagen, man sieht das bei all deinen Bildern. Also man betritt die Galerieräumlichkeiten und man verspürt gleich Freude, Harmonie, gute Laune. Also deine Bilder, die wecken wirklich durchweg, finde ich, also für mich, positive Emotionen. Und was du angesprochen hast, diese Farbharmonie, kann man in jedem Bild sehen. Also da hast du wirklich ein großes Talent und ein Geschenk bekommen. Ja, muss man wirklich sagen. Ja, ich habe also schon in Zeitungen oder in Kritiken gelesen von farbintensiv. Einer hat mal, ich glaube von der Hatz, der hat farbstrotzend geschrieben. Und ja, ich transportiere kräftige Farben und klare Aussagen. Also so gesehen sind meine Bilder nahezu fast ein bisschen barock, denn das Barock hat ja auch die Formen in eine gewisse, die Formen in eine gewisse, in Grenzen, gefasst. Wir wollen nicht sagen gequetscht, aber gefasst. Und so mache ich das auch. Ich reduziere das Thema auf ein Wesentliches, aus meiner Sicht. Und dann, es ist eine ganz klare Aussage jeweils von der Form und von der Farbe. Der Ludwig Cyrul, Gott hab ihn selig, der größte Kritiker, dem ich hier begegnet bin, der sagte, Stefan Stettner ist ein Maler der starken Farben und der starken Formen. Danke, Ludwig, wo immer du jetzt bist. Ja, ein sehr schönes Kompliment. Und sag mal, Stefan, gibt es für einen Künstler, der jetzt schon so viel persönlich in der Kunstwelt erreicht hat, noch einen Lebenstraum, dass du sagst, weltweit, egal wo, da möchte ich mal meine Kunst ausstellen? Eigentlich geht es mir ums Malen. Es geht mir einfach darum, malen zu können, zu dürfen, zu können, ja. Ein Wunsch vielleicht, ich habe immer davon geträumt, mal in New York auszustellen. Ich bin mir im Augenblick gar nicht sicher, ob das ein Ziel ist, aber wir lassen es mal so stehen. New York wäre eine Größenordnung. Ja, da sind wir mal gespannt und werden das natürlich weiterhin verfolgen. Ihr seid die Ersten, denen ich es dann erzähle. Ja, super. Dann kommen wir nach New York und berichten live aus New York für Sie in Kassel. Ja, wunderbar, wunderbar. Der Kontakt steht, mal gucken, was es wird. Ja, wir sind gespannt und danken dir für heute erstmal ganz herzlich für dieses schöne Interview, für den tollen Einblick in deine Kunst, in diese bunte Vielfalt. Vielen lieben Dank, Stefan, und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich auch mal in Kassel wieder begrüßen dürfen. Also da muss ich für uns beide sprechen, wir auch. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Dann wünschen wir unseren Zuschauern noch einen schönen Tag und herzliche Grüße aus Kassel, aus der Urban Five. Bis zum nächsten Mal aus Kassel. Ciao.